Hallo wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtigen mit Familie. Brittany, Detlef, Angela, Braun und auch dem Alfred Rossi, der jetzt ganz neu hier eingezogen ist, der nämlich seine Dates jetzt hier vollenden wird. Der hat jetzt das 20. Date, der hat es jetzt mit der Claire König. Dies wird aber einfach nur ein erstes Date sein, weil er nämlich 50 erste Dates haben will. Und ich guck mal, wer heute die nächste sein wird. Das werden wir mal schauen. So, Brittany. Brittany. Oh, du darfst mal ins Bett gehen, Brittany. Geh mal hoch. Und geh mal auf die Toilette. Quatsch, geh mal ins Bett. So, ich habe mich entschieden. Irgendwie ist Love is in the air. Ich habe mich entschieden, dass ich dir Angela sage, die jetzt eigentlich 71 ist. Sie wird hier hochkommen und mal noch mal ein bisschen Elixier trinken. 3 Tage gebe ich ihr noch. Viel mehr möchte ich ihr wahrscheinlich aber doch nicht geben. Oder na, schauen wir mal einfach, wenn es dann soweit ist. Aber unserem Detlef... Ach, Bibi ist immer noch nicht zu Hause. Er ist 72. Du kannst auch mal ins Bett gehen. Guck mal, die Belinda schläft hier. Ach so, und ich habe, glaube ich, gesehen, dass die Tiere Hunger haben. Warte mal, Napf füllen, säubern und Napf füllen. Das kannst du direkt mal machen und hier aufräumen. Es ist ja nicht so schlimm, dass Claire hier rumläuft. Was haben wir denn eigentlich? 19 Uhr? So, Reste nehmen. Die darf jetzt einfach mal ein bisschen hier rumlaufen, während wir andere Sachen machen. Baden, säubern. Was haben wir denn da für ein... Mach mal hier aus. Zwischendurch. So. Ach so. Schaballa. Yay. 3 Tage haben wir jetzt bekommen. Weg der Erleuchtung. Kannst du noch mal ein bisschen weiter lernen? Wobei ich glaube, wir waren eigentlich ziemlich voll. Ich muss gestehen, ich nutze ja so wenig eigentlich die Zauber wirken, weil ich... Oh, nee, nicht wandern gehen. Zauber wirken. Weil ich nicht weiß, was passiert. Oh, Mann, verdammt, ich wollte doch noch eine Spektralkatze haben. Catus Amicus. Apello Catus Amicus? Atelicus. Verdammt. Okay, wartet mal. Fähigkeiten prüfen. Ich möchte eine Spektralkatze noch kriegen. So. Das sind meine guten Zauber. Ich weiß gar nicht, ob ich das nur habe. Ich guck mal, ob ich den finde. Acceptus. Verschwindibus. Verschwindibus. Pleus. Amicus. Apellocatus. Ich rufe dich zu mir, mein katzenhafter Begleiter, werde mein magischer Mitstreiter. Brich auf in eine andere Welt, in der es dir sicher gefällt. Apello Catus Amicus. Genau. Apello Catus Amicus. Yay! Wir zaubern uns eine Spektralkatze. Ich bin gespannt. Das ist meine erste Spektralkatze. Gib deiner Spektralkatze einen Namen. Du musst deiner Spektralkatze einen Namen geben, damit sie Körperlichkeit erlangen kann. Ich nenne sie mal nach meiner Katze Gimama. Hi. Hi, da ist sie. Ach, wie süß. Ich habe sie noch nie gemacht, Gimama. Ah, ist ja cool. Ach, die kann man genauso spielen. Das wusste ich gar nicht. Das hier... Oh, die altern nicht. Die wird ewig hier bleiben. Ehrlich. Das ist ja krass. Erlernte Kommandos. Die Mama hat bisher noch keine Kommandos gelernt. Verbring ein wenig Zeit mit deinem Tier, um ihm neue Verhaltensweisen und Kommandos. Das muss ich ihr trotzdem. Und ich kann ihm... Sie ist schlau, zutraulich, aber aggressiv. In Hause einer... Loben für feindselig. Nee. Okay. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Jetzt brauchen wir aber eine Toilette für sie.
Wo kann ich die denn reinmachen jetzt? Warte mal. Wo habe ich denn Platz für eine Katzentoilette? In welchem Ding? Meine Bäder sind nicht so groß. Okay. Und ich brauche noch einen Katzengratzbaum und solche Sachen. Ach du Schande. Ich hab eigentlich überhaupt gar nicht dran nachgedacht. Okay, wartet. So, dann kriegst du einfach die hier mit in das Hexenzimmer. So, bevor wir Kinder haben und so. Ist doch alles gut. Passt doch. So, das passt hier rein. Oh. Und was brauchst du noch? Was zum Schlafen vielleicht. Warte. Hallo, da kommt meine wirkliche Kimama. So, warte. Okay, dann machen wir das danach da drüben und das machen wir hier hin. Und dann passt das schon. Das ist so ein bisschen das Katzenzimmer. Und Essen, brauchen noch einen neuen Napf vielleicht. Wäre nicht schlecht. Hey, ich habe eine Spektralkatze. Meine Güte, die altern nicht. Das heißt, die ist ewig in dieser Familie oder wie? Ich weiß es nicht. So, Britney kann sie irgendwann übernehmen. Ich denke mal, irgendwann wird sie auch eine Hexe werden, oder? Doch, mit Sicherheit. So, okay, dann gucke ich jetzt. Detlef, Alfred, wie weit bist du mit deinem Date? Das Date ist immer noch da. Hast du hier hingemacht, Zita? Da ist eine Pfütze. Loben für Tierfutter fressen. Ja, dafür kann man auf jeden Fall mal loben. Dann kannst du hier das aufräumen. So. Spektralkatze. Ich habe nicht gedacht, dass ich das jetzt noch irgendwie machen werde. Aber anscheinend tue ich das. Ah ne, ich dachte, das ist schon wieder leer. Ist aber nicht. Hat noch jemand gleich Hunger oder soll ich das aufräumen? Ich räume es auf. So, mach's mal weg. Und du musst schon wieder auf Toilette? Oder bist du nicht gegangen vorhin? Und dann nochmal, geh nochmal duschen. Irgendwie funktioniert das gerade nicht so. So, und ich wünschte, wir würden jetzt unser Date jetzt beenden, weil ich eigentlich noch gerne nochmal jemand anders einladen wollen würde. Oh, Detlef, aufwachen. Alltagsklamotten anziehen. Und so, jetzt gucke ich mal unsere Tiere an. Die Belinda, die ist hygienetechnisch. Ah, da könntest du... So, warte. Einmal waschen, die Belinda. Zu dir rufen. Und die Zita, die schläft, das ist gut. Manni ist auch... Die geht auch schlafen. Jetzt hör mal auf zu spielen. Unsere Tiere schlafen hier. Lenk sie mal ein bisschen ab. Quatsch mal mit ihr oder so. Noch funktioniert es, dass er... Da ist noch eine Pfütze, oder? So, ich spule noch mal kurz ein bisschen vor. So. Okay. 25, 24 und so weiter. So, du wäschst die Belinda. Sie kümmert sich um die Spektralkatze. Und, guten Morgen. So, du gehst mal auf die Toilette. Die kannst du noch säubern. Und du kannst dir auch noch mal was anziehen und dann schaue ich mal, was machen wir denn mit dir? Ich habe ja hier eigentlich auch überhaupt gar nicht so viel, ne? Boah, eigentlich könnten wir auch mal ein bisschen was lernen. Komm, wir machen mal einen Laun und... Du bist wirklich spitze, Baby. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Knutscher. Alfred. Ach nein, jetzt hat sie sich auch noch verliebt. Aber Alfred nicht in sie. So, einmal wir sagen verabschieden von Claire. Auch wenn es mitten in der Nacht ist, probiere ich nämlich gerade noch einen neuen Sim anzurufen. Hat das funktioniert? Hoffen. Was? Was habe ich denn? Habe ich denn angetippt? Nee. Geh mal nach Hause. Ich möchte jemand anderen. Ich habe ein bisschen nämlich schon ausgesucht. Die Vanessa Dorn. Jetzt bin ich mal gleich gespannt. Nach Hause. Tolle Idee. Ich komme sofort. Also komm schon. Verabschieden von Claire.
Die eine geht, die andere kommt. So, sie geht, Gott sei Dank. So, mit Angela. Da ist schon Vanessa. Mit Angela. Nee, Angela geht ins Bett. Ja, die ist müde. Okay. Das ist jetzt mein 21. Dann plaudere ich noch mit der Vanessa und oh Gott, die begegnen sich auch noch hier draußen. Aber es scheint sie nicht zu stören. So, einfach mal, keine Ahnung, ihr beschäftigt euch mal ein bisschen miteinander. Dann haben wir heute nochmal ein Date. Das ist cool. Ich habe jetzt drei, also so an diesem, also ich spiele immer von 9 bis 9, so Pi mal Daumen. Und das ist jetzt das dritte Date. Wow, cool. Das freut mich. Irgendwann muss ich natürlich mal raus und mal ein paar Leute kennenlernen, damit wir da weitermachen können. So, mein Lieber, was machst du? Du schwimmst. Okay. Körper hast du eigentlich schon voll und so. Weißt du, was du machen kannst? Noch ein paar Insekten aufspüren, weil beide müssten doch eigentlich Natur. Genau, sie, er und auch sie. Und voll habe ich aber keine. So, die lernen und unten ist unser Alfred. Dann spule ich mal ein bisschen vor. Oh! Oh oh. Ich habe gerade, also er hat nochmal hier so eine, warte, so da rein. So eine Rose bekommen von Claire und gleichzeitig hat sie bemerkt, dass er noch ein Date hat und ich glaube, das hat ihr nicht so gut gefallen, wobei, wo ist sie denn? Da ist sie. Okay, sie hat, Freundschaft hat aufgehört, aber ist mir eigentlich egal. Mir geht es ja nur um Itzi Bitsi Spinne. Sehr schön. Die Zeit läuft ab. Ruf mich an. Nee, ich glaube, dich rufe ich nicht mehr an. Da habe ich keinen Bock zu mehr. So, dann geh doch mal zu Zita und loben für Möbel nicht ankauen. Hilft da mal ein bisschen. Und beibringen. Komm her. Da waren wir, glaube ich, irgendwie stehen geblieben. Wo ist unsere Spektralkatze? Da. Ich bin echt gespannt. Das ist meine erste Spektralkatze. Yay! Aber sie verhält sich im Grunde wie alle anderen Katzen, nur dass sie halt Funken sprüht. Oh Mann, hört mal auf. 17, 16, 15, was auch immer. Was? Riesenkrabbenspinne. Ziemlich langweilig fandest du es. Dann geh nach Hause, Dora. Sich verabschieden. Tschüss. Komm her. Wisch dann mal hier auf. Und ich weiß nicht, um 4.30 Uhr kann ich dann nochmal ein Date machen. Ich guck mal, wen ich eigentlich noch übrig habe, wobei ich jetzt wirklich dann doch nochmal schauen muss, wen er denn daten kann. Aber ich finde es großartig, dass wir so gut vorankommen mit ihm. Es ist halt einfach, weil nicht so viel los ist in dem Haus. So, wen habe ich denn als nächstes? Die Debbie. Debbie hübsch. Das ist zwar eigentlich, Debbie ist, ich nehme halt einfach alle, die ich kenne. Nee, mit ihr hatten wir auch noch nichts. Also ich nehme sie einfach mal und frage sie mal. Sie ist halt verheiratet. Doof, aber egal. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Tschüss. Okay. Da war sie jetzt nicht so begeistert. Dann heißt das, Alfred, leg dich auch noch mal ein paar Stunden hin. Meine Katze ist hier auch gerade vorbeigelaufen. Also meine Kimama läuft hier gerade rum. Und ja. Du brauchst mir wirklich nicht deinen Schwanz ins Gesicht zu machen, Kätzchen. Hm? Das mag ich nicht so. So, er schläft. Britney lernt immer noch.
Ich spule mal ein bisschen vor. So. Kommt schon. Den einen Punkt möchte ich gerne noch haben. Dankeschön. Und dann gehst du mal duschen, den säubern. Okay, und Britney, Quatsch, andersrum, Angela. Angela geht mal auf die Toilette. Und du kümmerst dich dann um deine Spektralkatze. Die, wo ist sie denn? Nee, da war sie. Sie geht in irgendeinem... Gehst du schlafen? Tatsächlich. Achso, weil die Energie... Hunger, Komfort, Energie, Spaß, Kratzen, Hygiene, Freunde. Irgendwie sieht es anders aus. Warum sieht es bei ihr anders aus? Was fehlt mir? Kauen. Kratzen? Hygiene? Was fehlt mir denn? Harndrang. Sie hat keinen Harndrang? Hä? Finde ich ein bisschen komisch. Aber wirklich, der Harndrang fehlt bei der Spektralkatze. Heißt das, ich kann ihr das auch nicht lernen? Auf Toilette gehen oder so? Finde ich gerade ein bisschen seltsam, aber okay. Sie geht jetzt auf jeden Fall schlafen, also brauche ich jetzt gerade auch nichts mit ihr zu machen. Meine erste Spektralkatze, cool. Warum bist du denn so hygienisch schlecht drauf, gerade hier draußen? Geh mal. Was machst du denn? Ah, du spielst hier oben. Britney, du solltest aufhören. Was bloppt denn da so? Blub, blub, blub. Ist sie das? Ich glaube schon. Komm, du kannst auch mal andere Sachen machen. Du kannst auch mal nach draußen und Insekten aufspüren. Geh mal. Ach Gott, wie sie rennt jetzt. So. Was haben wir denn? 7.24 Uhr. Guten Morgen. Upsa, nein. Dann ziehst du dich auch nochmal an und du versuchst es dann jetzt nochmal Anruf um Date bitten. So, sie duscht und dann hast du bestimmt Hunger und wir machen mal Omelettes. 7.42 Uhr, Vampirfalter. Ich weiß mal wieder nicht, wo ich die eigentlich aufgehängt habe. Also, dass ich das sehe, dass... Was ich denn schon als Pseudomarienkäfer? Was habe ich gesagt? Debbie wollte ich ausprobieren. Gucken wir mal. Nein, ich glaube nicht. Okay. Okay. Man kann ja auch mal daneben hauen. So, um Date bitten. Deswegen, ich war eigentlich ganz erstaunt, dass... wir könnten auch Porträts eigentlich malen. Das ginge auch noch. So, wen haben wir denn noch? Yolanda. Gina. Gina, frage ich mal. Yay. Okay, Gina Neumann, dich mache ich noch mit drauf auf meine Liste. Das ist Nummer 22. 22, Gina Neumann. Bevor sie heiratet, kann sie nochmal mit uns ein Date haben. Perfekt. So, hallo Gina. Ups, Moment. Reden, plaudern. Sie ist auch eine Dreierperson. Okay. Jetzt, sie lernt Witz und plauder weiter. So, der Tag beginnt oder endet für mich. Ich hoffe, die Katze verträgt sich mit den Hunden. Belinda, geh doch mal... Ja, dann geh doch mal... Ja, meinetwegen, geh mal schlafen. Das ist okay. Haben wir noch genug zu essen? Nein, haben wir natürlich wieder nicht. Mach du mal hier... säubern. Was ist denn los mit der Katze hier? Hey! Okay, wartet. Wo ist denn Angela? Da draußen. Hier. Ausschimpfen für Möbel zerstören.
Und dann reparieren wir mal hier und säubern und dann können wir duschen gehen. Was ist das? Die... Echt jetzt? Ihr quatscht über... Wartet, das muss ich euch zeigen. Ihr quatscht über Dirk Hübsch? Der ist gestorben und ihr habt aber gleichzeitig irgendwelche Herzchen drauf. Seltsam. Krass. Na gut. Brinny, kann ich Detlef sprechen? Ja, meinetwegen. So, Reste weglegen und dann mache ich das auch noch mit den beiden. Und ich glaube an dieser Stelle, weil wir ja jetzt hier gleich 10 haben, sage ich erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Dann geht es zu Familie Traumtänzer hier da nach rechts nebenan. Tschüssi, lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Neidol. Ciao, ciao.